Welcome to the cutting edge of robotics and artificial intelligence. Today, we bear witness to a revolution. The convergence of machines and intelligence in ways we could never have imagined. With the advent of AI, robotics has become more than just machines programmed to perform specific tasks. They have evolved into intelligent beings capable of learning, adapting, and even making decisions on their own. From manufacturing and transportation, to healthcare and education, the applications of robotics and AI are limitless. These machines have the potential to revolutionize the way we live and work. As we stand at the threshold of this new age, we are reminded of the incredible potential of these machines to shape our future. The possibilities are endless, and the only limit is our imagination. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion Robotics Goes AI. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, besonders unsere geladenen Gäste hier vorne. Natürlich auch Sie als Publikum hier im Pferdestall oder zu Hause oder bei uns im Labor im Livestream. Durch den Techniksalon, das ist nämlich eine Veranstaltung von den Dubots in Kooperation mit dem Techniksalon. Der Techniksalon ist, wie der Name schon sagt, für die ganze Technik hier verantwortlich. Also schon mal ein großes Dankeschön an der Stelle und vielleicht auch schon mal einen Applaus. Wir beide sind Teil der Lubots, also die Lubots sind das studentische Robotikteam der Leibniz-Universität Hannover. Ich bin Katja Wolfs, ich bin die Teamkoordinatorin der Lubots und das an meiner Seite ist Leon Koch. Er ist unser Co-Teamleiter. Ja, genau. Robotics Goes AI 2023. Die Entwicklung von Robotik und KI hat in den letzten Jahren exponentiellen Fortschritt erlebt. ChatGPT war in den letzten Wochen und Monaten ein Thema, was viel durch die Presse ging. Wir alle haben davon gehört, es vielleicht auch schon mal benutzt. Mit unseren Experten werden wir heute darüber diskutieren, wie Robotik und KI in der Leibniz-Universität Hannover gelehrt werden und gelehrt werden wird. Wir werden den Einfluss von KI in der Industrie diskutieren und wir werden auch speziell auf Hannover als Robotikstandort eingehen und was vor allem für robotikbegeisterte Studenten und Unternehmen aus diesem Bereich Hannover so interessant macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf unsere Gäste und auf den Abend und freue mich, gemeinsam mit Katja heute den Abend begleiten zu dürfen. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit dem ersten Thema, denn wir wollen uns zuerst einmal mit Robotik und KI in der Lehre an der Leibniz-Universität Hannover beschäftigen. Und dafür würde ich einmal Professor Rosenhahn auf die Bühne bitten vom Institut für Informationsverarbeitung, Professorin Raths vom Institut für Montagetechnik und Dr. Lilge vom Institut für Regelungstechnik. Ja. Also Ihre Mikros dürfen Sie natürlich einmal gerne in die Hand nehmen. Sind die schon eingeschaltet? Ja, sind schon eingeschaltet. Ja, also es wäre schön, wenn Sie einmal kurz in zwei, drei Sätzen was zu sich sagen könnten, wer Sie sind, was Sie lernen und welche Stellung Sie hier an der Leibniz-Universität Hannover haben. Gut, dann soll ich vielleicht einfach mal anfangen. Mein Name ist Bruno Rosenhahn vom Institut für Informationsverarbeitung. Ich gehöre zur Fakultät für Elektrotechnik und Informatik und habe zurzeit auch die Rolle des Dekans inne. Und meine Forschungsschwerpunkte, also wenn ich das meiner Großmutter erklären würde, würde ich sagen, ich versuche einem Computer Sehen beizubringen. Und die, die ein bisschen fachnäher sind, den erkläre ich. Ich kombiniere digitale Signalverarbeitung mit maschinellen Lernverfahren. Super, danke schön.
Ja, Annika Ratz, ich leite das Institut für Montagetechnik, bin Professorin im Maschinenbau. Und Montagetechnik ist wir bauen Dinge zusammen, da gehören viele Dinge dazu. Insbesondere aber beschäftigen wir uns mit der robotergestützten Montage. Und wenn meine Kinder sagen sollen, was sie später werden wollen, dann sage ich immer, macht das so wie Mami und ihr wollt Roboter bauen. Ja, mein Name ist Thorsten Nöge, ich bin vom Institut für Bewegungstechnik der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik. Und wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns auch forschungstechnisch mit der Bewegungstechnik, auch mit der daten- und lernbasierten Regelungstechnik, was dann schon so ein bisschen in Richtung KI geht. Und die Robotik ist eins unserer Anwendungsfelder, wo wir eben auch forschen und das als Anwendung der Regelungstechnik sehen und betreiben da auch die Bildungsinitiative Roboterfabrik, die sich eben dann eben mit einer praktisch orientierten Ausbildung im Rahmen der Robotik beschäftigt. Super, vielen Dank schon mal. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Herr Rosenhahn. Ich fange nochmal bei Ihnen an. Mit der ersten Frage, welche Fächer können denn besonders durch eine Integration von KI profitieren? Was meinst du mit einem Fach? Weil KI ist ja schon ein Fach. Ja, also ich meine, wenn wir uns die Lab-Chain an der Uni angucken, welche Bereiche, also ob jetzt zum Beispiel Montagetechnik, die Regelungstechnik, welche Fächer davon besonders profitieren? Genau, also sicherlich profitiert davon die Informatik, die Elektrotechnik, die Mechatronik. Aber auch letztendlich die ganzen Disziplinen aus dem Bereich Bioengineering profitieren davon, der gesamte Maschinenbau. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es gibt keine Disziplin mittlerweile an der Uni, die nicht irgendwie von KI beeinflusst wird. Sämtliche großen Forschungsanträge bei der DFG haben immer einen Aspekt im Bereich datengetriebener Analyse. Also letztendlich strahlt die KI auch in die Chemie aus, in die Physik aus. Aber es geht auch hin zu den Rechtswissenschaften oder sogar zur Sonderpädagogik. Also von daher, es gibt kein Feld, würde ich behaupten, was das halt nicht irgendwie was mit KI zu tun hat. Okay, also würden Sie schon sagen, dass auch zum Beispiel die Robotik und die KI immer weiter zusammenrücken werden? Ganz sicherlich wird die Robotik mit KI in Zukunft stärker zusammenrücken. Letztendlich geht es ja darum, dass wir Interesse daran haben, Maschinen zu entwickeln, die uns bei unseren täglichen Prozessen unterstützen und helfen. Gerade bei Tätigkeiten, die vielleicht langweilig sind, die gefährlich sind, die vielleicht eine besonders hohe Präzision erfolgen, wie zum Beispiel bei Medizinrobotern. Und da ist es naheliegend, dass diese Techniken verstärkt zusammenschmelzen müssen. Gleichzeitig müssen wir die Maschinen mit verstärkten Kompetenzen ausstatten, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen können und hoffentlich auch gute Entscheidungen treffen können. Und dafür ist natürlich KI eine Möglichkeit, das vielleicht zu erreichen. Ja, super. Vielen Dank. Herr Lilge, würden Sie dem erstmal zustimmen? Und da ich davon ganz stark ausgehe, würde ich direkt mal weiterfragen, und zwar, wie manifestiert sich das in den Lehrplänen der Uni, dass Robotik und KI, jetzt speziell die beiden Fächer, dass die beiden immer weiter zusammenwachsen werden, auch in Zukunft? Also erstmal, natürlich stimme ich dem auf jeden Fall zu. Das ist auch die Erfahrung, die wir machen, dass eigentlich die KI in alle Bereiche Einzug findet. Wir sehen das ja daran, dass eben die KI eben auch in der Regelungstheorie sich widerspiegelt in Form von eben daten- und lernbasierten Methoden, die sich an unbekannte Modelle anpassen oder eben an völlig neue Umgebungsbedingungen. Und Regelungstheorie oder Regelungstechnik ist eine Querschnittsdisziplin, die dann in vielen Anwendungsbereichen Anwendung findet, unter anderem eben auch in der Robotik. Insofern auf jeden Fall wachsen die zusammen. Spiegelt sich das in den Lehrplänen wieder? Ja, vielleicht nicht so offensichtlich, dass man sagt, oh, da gibt es jetzt die und die neue Vorlesung. Es gibt schon immer wieder neue Vorlesungen, die speziell sich mit KI befassen. Aber man muss auch berücksichtigen, dass natürlich bestehende Vorlesungen über die Robotik zum Beispiel dann auch immer wieder neue Inhalte bekommen, die dann natürlich aktualisiert sich viel auch mit KI beschäftigen oder eben mit adaptiven, autonomen und intelligenten Systemen. Das findet auch Einzug in bestehende Vorlesungen, sodass also auch, wenn wir eine Vorlesung im Lehrplan haben, die es schon vor 20 Jahren gab, aber natürlich einen ganz anderen Inhalt jetzt hat. Also die Inhalte werden sich immer weiter auch aktualisieren, und wenn wir in 10 Jahren quasi die Einkaufsliste nicht mehr selber schreiben, sondern dass alles über ChatGPT oder Ähnliches geregelt wird, dann wird auch die Robotik und die KI in der Lehre, das wird sich dadurch manifestieren, dadurch, dass die Inhalte sich updaten und auch aktuell mit den Trends mitgehen. Da bin ich mir sehr sicher. Natürlich gibt es die Grundlagenvorlesungen, die irgendwo statisch sind, mehr oder weniger. An den physikalischen Gesetzen ändert auch die KI nichts. Aber natürlich wird die KI dann auch in bestehende Vorlesungen Einzug finden. Und super, tut sie auch aktuell schon. Ja, vielen Dank. Vielleicht brauchen Sie gar keine Einkaufsliste mehr zu schreiben, weil der Kühlschrank
ist er so intelligent, der sagt, was sie als nächstes brauchen und schickt das direkt an den Supermarkt. Das wäre natürlich das Optimum. Frau Rath, ich würde Sie dann gerne mal fragen, wenn wir jetzt so auch auf die Arbeitswelt eingehen. Jeder Student fängt immer mal an zu arbeiten. Gehe ich mal stark von aus. Hoffentlich auch schon während des Studiums. Wie werden denn Studierende an der Universität darauf vorbereitet, dass sich auch der Arbeitsmarkt sowohl durch Robotik als auch durch KI eben immer weiter verändert? Durch Robotik werden Prozesse automatisiert und alles drum und dran. Durch KI muss man vielleicht die Roboter gar nicht mehr selber programmieren. Genau, das sind die Themen, die wir, wie Herr Legel auch schon sagte, immer wieder sukzessive in den Lehrplan aufnehmen, indem wir einzelne Module in den Vorlesungen erneuern, mehr Praxisbezug reinbringen, um auch schon die Studierenden schon wirklich in einzelnen Dingen zu sagen, ja, wie programmiert man einen Roboter, wie wird das in Zukunft vielleicht die Programmierung sein, also jetzt nicht mehr so Tasten, sondern per Spracheingabe, per Gestensteuerung, also diese neuen Methoden der Roboterprogrammierung, die wir wahrscheinlich auch industriell irgendwann brauchen werden, jetzt schon den Studierenden in Laboren und später in Vorlesungen einfach jetzt schon mitzugeben, damit sie dann später, dann wenn sie vermutlich in leitenden Funktionen sind, dann auch ihren Mitarbeitern eben solche Technologien eben auch nahe bringen können. Also wir meistens machen, also wir als Institut versuchen es erst über Labore zu initiieren und gucken, wie es auch bei den Studierenden ankommt und dann weiter dann in den Vorlesungsbereich zu bringen. Also, okay, ich weil ich vielleicht noch ergänzen möchte, also wir sind auch durchaus ein Verfechter von Lifelong Learning. Das heißt, wenn man ein Studium beendet hat, heißt es nicht, dass man ausgelernt hat. Ich finde den Begriff sehr irreführend. Und wir beschäftigen uns auch viel damit, Angebote zu schaffen für Firmen, für Industrie, mit dem Wissen, was jetzt gerade entsteht, auch Schritt halten zu können. Weil viele Absolventen von uns, die vor 5 Jahren ihren Abschluss gemacht haben, können mit den modernen Methoden, die wir mittlerweile vermitteln und unterrichten, kaum noch was anfangen. Und darum, glaube ich, wird in Zukunft auch die Verzahnung zwischen Bildung und Weiterbildung noch viel enger werden. Ja. Ja, super. Vielen Dank für das, was Sie gesagt haben. Entschuldigung. Ich möchte mal eben auf Sie zurückkommen. Also Sie haben ja gesagt, dass auch Praxis definitiv ein wichtiger Grundpfeiler in der Lehre ist. Also intuitive Programmierverfahren, vor allem bei Ihnen jetzt. Ein Beispiel, wir haben verschiedene andere Beispiele noch, wo Praxis, also was wir unter Praxis verstehen, also selber etwas zu tun, um es besser zu verstehen, was da gemacht werden muss. Also wir haben theoretische Vorlesungen, auf denen bauen dann praxisorientierte Vorlesungen auf, zum Beispiel bei uns jetzt robotergestützte Montageprozesse, da gibt es einen kleinen Theorieteil und dann bekommen die Studierenden zum Beispiel in Fünfergruppen eine Aufgabenstellung bei uns in der Halle, zum Beispiel auszusortieren, schwere Teile, leichte Teile und dann geht es darum, Roboter zu vernetzen, eine Montagezelle mit SBS, Arduino, Roboter zu programmieren und dann wirklich am Ende in einem kleinen Wettkampf so Gruppen gegeneinander, so wer schafft jetzt am meisten Teile, wo fällt am wenigsten runter. Also wirklich bei Learning, by Doing, ne? Nicht was ist eine SBS, sondern wie mache ich das wirklich, auch selber dann das beizubringen oder sich selber beibringen zu lassen. Also das habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass man am meisten lernt, wenn man mal selber vor diesem Hindernis steht, was heißt denn das jetzt eigentlich, ein SBS? Und das versuchen wir immer wieder in einzelnen Teilen dann irgendwo so reinzubringen, in die Vorlesung oder Labore. Ja, super. Also Praxis in den Vorlesungen finde ich persönlich natürlich als Coaching-Leiter von den Lubats auch immer eine super Sache. Wir versuchen das ja auch ins Studium mit zu integrieren. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Rosenhahn. Und zwar, wie werden denn Studierende an der Universität konkret auf den Einsatz von KI in der Arbeitswelt vorbereitet? Das ist eine sehr gute Frage, weil sich hier auch in den letzten Jahren einfach sehr viel entwickelt hat. An der Fakultät gab es einen längeren Prozess einer Entwicklungsphase, wo wir uns auch explizit auf den Bereich KI ausgerichtet haben in Form von Neuberufungen. Wir haben Schwerpunkte gebildet und mittlerweile Kollegen, die sich nicht nur mit, wie ich, Signalverarbeitung beschäftigen, sondern auch mit Natural Language Processing, NLP, mit AutoML, Überparameteroptimierung, mit Reinforcement Learning im Kontext Robotik. Und diese Schwerpunkte müssen wir auch weiter ausbauen und müssen dadurch ein Gesamtcurriculum schaffen, um alle Facetten der künstlichen Intelligenz auch richtig zu vermitteln. Und dazu gehört auch natürlich die
die grundständige Lehre. Wir brauchen eine fundierte Ausbildung in der Statistik zum Beispiel oder auch in der Optimierungstheorie und wie man Dinge gut optimiert, weil das sind die Grundlagen, um später diese ganzen Deep Learning Modelle richtig anwenden zu können. Weil es ist ja ein universitärer Studiengang hier und kein FH-Studiengang oder keine Ausbildung, die wir hier machen. Und wenn man nicht in der Tiefe versteht, wie diese Methoden funktionieren, mit denen wir arbeiten, wird man auch sehr leicht Fehler machen. Und Fehler beginnen mit den falschen Daten, Fehler beginnen mit den falschen Überparametern, dann funktionieren die Sachen nicht. Und ich beobachte sehr viel Frust auch in der Industrie, wenn dort Mitarbeiter sich irgendwelche GitHub-Sachen runterladen und sich wundern, warum funktioniert das überall, nur nicht bei mir. Und viel liegt einfach daran, dass dieses Grundwissen fehlt, was wir halt im Rahmen von den Kursen auch vermitteln. Vielen Dank erstmal. Ich würde jetzt versuchen, das mal in zwei kurzen Sätzen zusammenzufassen. Also wir haben gelernt, dass KI auf jeden Fall in allen Bereichen implementierfähig ist, also dass es überall Anwendung finden kann, dass es in der Lehre auch schon implementiert ist und gelehrt wird und auch zeitgleich oder immer abgedatet wird, also dass hier kein Student sich fürchten muss, dass er nicht über die neuesten Errungenschaften oder neuesten Forschungsergebnisse in dem Bereich der Robotik und KI informiert wird, aber trotzdem auch die grundlegenden Basismodule natürlich immer wichtig sind, weil wir ja eine Universität sind und letztendlich auch, wenn Praxis wichtig ist, nicht auf Praxis ausgelegt sind, aber trotzdem immer, dass die Praxis so dieses Extra ist, was immer schön ist, aber trotzdem befinden wir uns erstmal im universitären Bereich, in der theoretischen Ebene. Passt das so? Oder? Ich sag mal, aufbauend auf der Theorie versuchen wir schon über Praxiseinheiten die Theorie, also den Studierenden zu zeigen, dass man diese Theorie, die man erlernt hat, auch praxisnah anwenden kann. Okay, gut. Vielleicht kann ich hier noch kurz das noch ergänzen, dass wir durch die Einführung der Studienleistung ja vor einigen Jahren ja auch da immer versuchen, jetzt auch bei theoretischen Vorlesungen irgendwie so einen gewissen Praxisanteil dann hinzuzufügen. Gut. Sehr interessant. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien. Bitte nochmal einen großen Applaus für unsere Gäste hier vorne. So, wir haben jetzt noch mehr oder weniger eine Ankündigung, denn seit ein paar Wochen hat das IMES einen neuen Professor, und zwar den Professor Seel. Und den würden wir jetzt einmal auch gerne zu uns nach vorne bitten. Professor Seel, Sie dürfen einmal... Einen Applaus für unseren neuen Professor Riemes. Also erstmal wollen wir Sie natürlich ganz herzlich bei uns hier an der Leibniz-Universität begrüßen. Und bevor wir gleich noch ein bisschen weiter darauf eingehen, vielleicht was die Zukunft unter Ihnen am Riemes, wie es da so weitergeht, wie es da aussieht, würde uns natürlich interessieren, wie Ihr akademischer Werdegang bis jetzt so aussah. Vielleicht könnten Sie da uns ein paar Worte zu erzählen. Sehr gern, danke schön. Auch danke, dass ich hier sein darf. Sehr spannend und auch sehr schön, schon die ersten Kollegen so fachlich kennenzulernen hier in dieser Diskussionsrunde. Zu Ihrer Frage. Ich habe Kybernetik studiert in Magdeburg und in Santa Barbara, dann einen kleinen Abstecher in die Industrie gemacht bei Linde Engineering in München, aber nach einem Jahr aus Bayern wieder geflohen an die TU Berlin zur Promotion. Wollte eigentlich nur eine intelligente, seiner lernenden Neuroprothese entwickeln und ein bisschen Lehre machen. Dann kamen aber immer mehr Projekte dazu, Sensorfusion, spannende Themen, autonome, nachgiebige Roboter, automobile Anwendungen, und dann wurden fast 10 Jahre in Berlin, in denen ich auch die Promotion beenden konnte, fast sogar die Habilitation am Ende. Da kam rechtzeitig der Ruf nach Erlangen an die Friedrich-Alexander-Universität, so musste ich die Arbeit nicht mehr fertig schreiben und habe da den Ruf auf eine Professur an einem neuen Department, eingerichtete KI in der Medizintechnik. Da hatte ich die Professur für intelligente sensomotorische Systeme. Und das war die letzte Station. Das war eigentlich auch sehr schön, da konnte ich meine Forschung genau in diese Richtung sensomotorische Intelligenz voranbringen und einige neue Vorlesungen aufbauen, aber als dann die Institutsleitung am IMES ausgeschrieben war, war mir ziemlich schnell klar, dass das nochmal viel besser passt und mir viel bessere Möglichkeiten eröffnet. Und vor etwa einem Jahr hat die Berufungskommission das Gott sei Dank sehr ähnlich so gesehen. Und deshalb darf ich heute hier stehen. Und das ist heute geht der erste Monat an der Leibniz-Universität für mich zu Ende. Und bis jetzt habe ich jeden Tag gespürt, dass das
eine sehr gute Entscheidung war, hierher zu kommen. Ich hoffe, das geht so weiter. Also wir freuen uns auf jeden Fall, Sie hier zu haben. Ja, von unserer Seite dann natürlich auch willkommen an der Leibniz-Universität Hannover. Meine erste Frage an Sie wäre, was wahrscheinlich auch viele hier interessieren wird, welchen Kurs wird denn das IMES unter Ihrer Führung einschlagen? Wird sich vieles ändern oder wird es auch vieles gleich bleiben erstmal? Ja, spannende Frage. Vielleicht kennen Sie das IMES ein wenig. Herr Ortmeier, der hier im Publikum sitzt, hat das hervorragend aufgestellt. Da gibt es drei sehr aktive Gruppen. Ich fasse mal kurz, gebe mal kurz einen Überblick. Frau Ihler leitet eine Gruppe für Medizintechnik und Bildverarbeitung, Herr Kortmann eine für Identifikation und Regelung und Herr Schappler eine für Robotik und autonome Systeme. Und alle drei Gruppen haben exzellente Forschung und Lehre gemacht, insbesondere auch in den letzten 2 Jahren. Und alle drei Themen passen sehr gut zu meinem wissenschaftlichen Profil. Deshalb würde ich sagen, das IMES wird in der nahen Zukunft genau in diese Themen sich auch weiter vertiefen und ich werde die NachwuchswissenschaftlerInnen und ihre Gruppen natürlich maximal unterstützen und voranbringen. Das heißt aber, soweit dazu, nichtsdestotrotz werde ich ja auch neue Themen mitbringen und eines von den Themen oder Projekten, die ich mitbringen werde, passt vielleicht auch ganz gut zum heutigen Thema des Abends. Da geht es nämlich um künstliche Intelligenz für dynamische Systeme, also genauer gesagt um sensormotorische Intelligenz. Und ja, das ist vielleicht etwas, was Sensor-Motor AI, was doch mal das Portfolio ergänzen wird, zusätzlich zu den bereits sehr hervorragenden laufenden Forschungsaktivitäten. Ja, super. Vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Themen Robotik und KI auch am IMES dann weiter vorangetrieben werden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Sie dürfen sich gerne wieder hinsetzen. Und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Oh. So, wir haben uns jetzt schon viel mit Robotik und KI in der Lehre beschäftigt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie es eigentlich in der Industrie aussieht. Also in welchen Bereichen KI vielleicht schon Anwendung findet und wo es vielleicht in Zukunft Anwendung finden sollte oder wird. Und dafür würde ich erneut Professor Rosenhahn bitte auf die Bühne, nach vorne bitten, wir haben keine Bühne, den Herrn Becker, den kaufmännischen Leiter von Vision Lasertag. Und Professor Ortmeier, der Geschäftsführer von Avatera Medical und Gründer verschiedener Startups. Ich würde nochmal um Applaus bitten für unsere neuen Gäste. Du machst das im Programm. Ich gebe mein Bestes. So, also KI ist ja aktuell in aller Munde. Spätestens als ChatGPT rausgekommen ist, war, glaube ich, jedem klar, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was uns in Zukunft begegnen wird. Und abgesehen jetzt von der alltäglichen Einsetzung von KI, sei es, man fragt ChatGPT, wo wir vorhin bei der Einkaufsliste waren, was man denn als nächstes einkaufen soll oder was man kochen soll, interessiert uns natürlich auch, wo halt KI in der Industrie schon Anwendung findet und vielleicht wie Prozesse in der Industrie durch KI optimiert werden könnten, um halt Kosten zu sparen und die Effizienz zu erhöhen. Ja, dann würde ich auch direkt mal mit meiner ersten Frage an Sie starten, Herr Becker. Wie können denn vor allem KMUs, hier im Bereich Hannover natürlich besonders interessant, auch im Bereich der Robotik- und Automatisierungstechnik durch die Integration von KI profitieren? In ganz vielen Bereichen. Aber ich glaube, wir müssen gerade so bei den KMUs und auch bei den kleineren Konzernen erstmal einen Schritt zurückgehen. Nämlich wir sind im Moment ausschließlich Anwender. Ja, also das unterscheidet eben die Forschung und Lehre ganz, ganz stark natürlich noch von den Anwendern, die nachher in der Industrie sind. Wir können im Moment das nutzen, was zur Verfügung steht. Wir haben vorhin schon gehört, ich kann mir irgendwas bei GitHub runterladen, irgendwie versuchen, das zu installieren. Und egal, ob es dann Fachhochschule oder Uni war, wahrscheinlich wird es erstmal nicht funktionieren, weil es eben auch sehr häufig auf dem Datenbestand basiert. Und das ist genau das Problem in der Industrie. Diese Daten, die ich brauche, um diese Auswertung da wirklich durchlaufen zu lassen, die stehen mir häufig gar nicht zur Verfügung. Ich darf sie gerade dafür auch nicht verwenden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hochmotiviert von der Hochschule komme und sage, ich habe das bei Herrn Rosenhahn gelernt, ich möchte das ganz gerne machen, dann wird mir wahrscheinlich das Unternehmen sagen, ja, aber nicht mit unseren Daten.
Die bleiben unter Verschluss. Teilweise gibt es auch keinen Pool, wo alle Daten schon bereinigt vorliegen, sondern ich müsste sie mir erstmal selber zusammensuchen. Das heißt, das, was heute schon geht, was wir in der Hochschule schon machen können, in der Uni schon machen können, ist leider noch ein ganz weiter Weg, um es dann auch im Feld, also in der Industrie, wirklich verwenden zu können. Robotik sieht ein bisschen anders aus. In der Robotik sind wir da schon sehr viel weiter, weil es eben auch, das Thema ist schon ein bisschen älter. Und gerade wenn wir jetzt, was es ja ist, die Robotik als Teil der Automatisierungstechnik sehen, dann haben wir heute schon alle Vorteile davon erkannt. Und wir wissen, Personal ist teuer, das war früher so, heute ist noch teurer, aber eben auch nicht mehr verfügbar. Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl, als zu automatisieren und das alles effizienter zu machen und auch durchführbar zu machen. Und da ist die Anwendung deutlich leichter als heute jetzt bei einem verhältnismäßig neuen Thema, egal ob wir es jetzt maschinelles Lernen nennen, ob wir es künstliche Intelligenz nennen, da wird es noch eine Weile dauern, bis das wirklich so im Feld ankommt und nutzbar ist. Also im Bereich KI habe ich jetzt rausgehört, dass vor allem für KMUs Hürden sein können, Datenqualität und auch Datensicherheit, weil wahrscheinlich auch viel über Cloud gemacht wird und die Unternehmen dann sagen, ja, mit unseren Daten lieber nicht. Herr Rosenmann, was würden Sie KMUs raten, die solche Bedenken haben, aber trotzdem gerne KI in deren System implementieren würde? Genau, es ist ein ganz wichtiges Thema, welche Daten darf man unter welchen Umständen benutzen. Wir arbeiten auch im L3S und in anderen Kontext viel mit KMUs zusammen oder auch mit Startups zusammen. Da gibt es Fördermöglichkeiten, wo man auch sowas wie einen Legal Entity Test machen kann und ähnliches. Also unter welchen Umständen darf ich welche Daten benutzen und womit verletze ich zum Beispiel keine Persönlichkeitsrechte oder ähnliches, wenn ich die Daten erhebe. Und eine solche Begleitung würde ich da sehr empfehlen. Und sowas wird ja auch vom Bund oder auch vom Land durchaus gefördert, um hier ganz sicher zu sein, dass man nicht später in die Privathaftung gehen muss, wenn man hier irgendwelche Fehler macht. Alles klar. Sie sind ja, würde ich jetzt mal behaupten, Experte auf dem Gebiet Machine Learning und auch Bilderkennung mittels KI. Wie können KI-Systeme denn in der Industrie transparent und nachvollziehbar gestaltet werden, um sowohl Vertrauen als auch Akzeptanz bei allen Beteiligten hervorzurufen? Das ist auch eine ganz spannende und wichtige Frage. Das ist ja, nennt man Explainability in der AI. Wir haben da auch mehrere Projekte dazu. Es geht unter anderem darum, dass man sich Maß überlegt, welche Merkmale besonders relevant sind für eine Entscheidungsfindung. Wenn wir Bildanalyse betreiben und zum Beispiel gucken, ob irgendein Produkt, was wir hergestellt haben, irgendwelche Normmaße erfüllt, dann können wir zum Beispiel durch Activation Maps visualisieren, welche Bereiche besonders auffällig sind, dass der Operator so eine Ampel bekommt, ist das Bauteil in Ordnung oder nicht. Oder wir haben das in der Medizin, wenn man ein Röntgenbild hat, dass der Arzt unterstützt wird durch entsprechende Software, wo vielleicht Tumore sind, wo man vielleicht besonders scharf hingucken sollte, sodass auf der einen Seite die Effizienz gesteigert wird von dem Arzt, trotzdem aber auch nicht die volle Autonomie im KI-System sieht. Und ich denke, so wird man einen Prozess einleiten, wo man nach und nach mehr Verantwortung in diese Systeme geben kann. Aber der Bereich Explainability, Erklärbarkeit von KI-Systemen, ist eine zwingende Voraussetzung, um genug Vertrauen schaffen zu können, dass diese Systeme eingesetzt werden, sei es im autonomen Fahren oder sei es bei Prozessparameteroptimierung, bei irgendeiner Produktionsanlage oder bei irgendwelchen anderen Anwendungen. Also Sie gehen davon aus, dass das auf jeden Fall möglich ist, der breiten Gesellschaft KI auch irgendwie schmackhaft zu machen, nenne ich das jetzt mal. Und auch halt die nötige Akzeptanz wirklich auch in der breiten Masse zu schaffen. Auch wenn es halt wirklich um so Sachen wie Persönlichkeitsrecht geht, in der Medizintechnik ja wahrscheinlich auch immer ein Problem. Ja, also die breite Masse, das hat ja gar keine Schwierigkeit, damit ihre persönlichen Daten abzugeben, wenn man an Meta und andere Firmen denkt. Und solange der Preis möglichst günstig ist, haben die meisten Kunden auch keine Schwierigkeit. Das ist ein heikles Thema. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch darüber zu informieren, welchen Wert Daten haben und was es bedeutet, Daten abzugeben und wie man auch Prozesse installieren kann, dass, obwohl man Daten abgibt, sie trotzdem unter Privacy-Bedingungen weiter benutzt werden können. Es gibt ja auch Ansätze wie Federated Learning oder ähnliches, wo man auf andere Datenbestände zugreift, damit trainiert, aber sie eigentlich nie gesehen hat, weil es extern läuft, teilweise auch in Verschlüsselungstechnologien. Und da gibt es mehrere Strategien, wie man dafür sorgen kann, Daten zu teilen, trotzdem nutzbar zu machen, sodass letztendlich Systeme hoffentlich stabiler und auch effizienter werden. Super, vielen Dank für die Ausführung.
Herr Ortmeier, wir waren ja jetzt gerade schon, haben grob einmal den Bereich Medizintechnik angeschnitten. Sie arbeiten und forschen ja im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie. Wo findet denn KI in diesem Bereich schon Anwendung, in diesem speziellen Bereich? Ich glaube, es ist so ähnlich, wie Herr Rosenhahn gesagt hat, es ist eher unterstützend zum jetzigen Zeitpunkt. Also man muss sich das in der Chirurgie nicht so vorstellen, dass der Patient narkotisiert wird, jemand drückt auf den Knopf und trinkt dann Kaffee. Das macht vielleicht allenfalls der Anästhesist, aber nicht der Operateur, sondern es sind eher Entscheidungs-Unterstützungssysteme. Und so ein paar ganz konkrete Beispiele, die vielleicht noch nicht wirklich in der Praxis angekommen sind oder in der klinischen Routine, aber ich würde mal sagen, in Start-ups oder Firmenentwicklungsprojekten so weit, dass es gediehen sind, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Vielleicht einfach nur zwei Beispiele. Der große Traum ist es beispielsweise während einer Tumorchirurgie durch Bildgebung und Bildauswertung live Tumorränder sichtbar zu machen, damit man eben nicht mehr diese Zeitverzögerung hat. Der Operateur schneidet etwas raus, man schickt das in die Pathologie untersucht das, es kommt wieder zurück. Im schlimmsten Fall dauert das relativ lange und dann stellt man fest, Mensch, ich habe nicht alles erwischt und muss dann möglicherweise nochmal nachoperieren. Denn der größte Traum ist eben, anhand von Daten, unterschiedlichen Bildgebungsmodalitäten, da wirklich Live-Unterstützungssysteme zu geben. Trotzdem liegt natürlich die Verantwortung beim Operateur nach wie vor. Anderes Beispiel, wo man auch relativ weit inzwischen ist, da bietet sich die Telechirurgie sehr, sehr gut an, weil nämlich alles digital vorliegt. Also ich erfasse ja die, muss man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht muss ich einmal ausholen, das muss man sich so vorstellen wie beim Computerspiel. Also der Operateur sitzt an einer Konsole, die Handbewegungen werden abgegriffen, die Fingerbewegungen werden abgegriffen, man hat ein super 3D-Bild und der Roboter steht sozusagen entfernt am Patienten, wird aber ferngesteuert. Also eben wie so beim Telespiel einfach. Und der Vorteil von dieser Technik ist, es liegt ja schon alles digital vor. Also die Handbewegung liegt vor, die Bilder liegen digital vor. Und was man sich eben aktuell tatsächlich anschaut, ist, dass man die einzelnen Phasen einer Operation erkennt und schaut, wie gut ist eigentlich der Operateur in seinen einzelnen Schritten. Kann er beispielsweise gut nähen, kann er gut etwas frei präparieren und das dann letztendlich verknüpft mit entsprechenden Trainingsmodulen. Dann muss ich nämlich nicht mehr einen Operateur, der natürlich alle die Besten sind, das wissen wir alle, wenn wir uns mit Ärzten unterhalten. Das ist immer nur gut für die Kollegen und für die Jungen, aber nie für einen selber. Aber dann muss ich ihn eben nicht mehr durch ein komplettes Curriculum schleusen, sondern ich kann sagen, hey Mensch, nähen, das kannst du super. Das habe ich mir bei 50 OPs bei dir angeschaut, ohne dass du das mitbekommen hast. Aber ich habe gesehen, schau mal hier beim Freipräparieren, da brauchst du länger als deine Peer Group. Und dann kann ich hier gehen und kann sagen, schau mal, das sind für dich maßgeschneiderte Schulungsmodule, die kann ich dir anbieten. Ich hätte vielleicht mal eine relativ persönliche Frage dazu. Generell würden Sie sich, das können Sie gerne alle einmal kurz beantworten, denn von einem Roboter gegebenenfalls auch mit KI selber operieren lassen? Ja, aber nur auf Basis der Bewertung, die vorher das System herausgegeben hat. Das ist nämlich auch, da sind wir wieder beim Datenschutz, ne? Und zum Persönlichkeitsschutz. Wenn der Operateur dann morgens den Monitor anmacht und ist nicht mehr auf Top 1, sondern auf Top 11, und kriegt mehrere Empfehlungen für die nächsten Schulungen, da ist natürlich die Frage, ja, also ich würde es wahrscheinlich abhängig vom Hersteller des Systems machen. Das hängt vielleicht auch von der Operation ab, um die es geht. Also ich denke gerade so Präzisionsaufgaben, also wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Hirntumor hätte oder sowas, ich glaube, da würde ich dem einen oder anderen Arzt weniger trauen als einer präzise geführten Maschine, die auch einen gewissen Handtremor kompensieren kann und ähnliches. Und auch solche kleinen Module können ja sehr hilfreich sein, um den Erfolg einer Operation zu unterstützen. Also ich selber hätte, ich sage, relativ wenig Befindlichkeiten, mich von einem Roboter operieren zu lassen. Also ich glaube, ich kann mich dem nur anschließen. Letztendlich muss man sich aber, glaube ich, davon verabschieden, dass eine KI keinen Fehler macht. Letztendlich basiert das alles auf statistischen Modellen, auf Daten, die ich sozusagen reinschicke oder reinstecke, die ausgewählt worden sind. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch allen klar, dass ein menschlicher Operateur auch nicht fehlerfrei ist.
Und letztendlich, wenn man es, glaube ich, ganz abstrakt sieht, dann ist es für mich einfach eine Risikoabwägung. Und wenn ich eben sehe, über einen längeren Zeitraum oder die Information habe, dass eine KI eben, ich sage mal, zu 95% richtig liegt und ein Arzt vielleicht zu 90%, dann würde mir persönlich die Entscheidung relativ leicht fallen. Dann nehme ich lieber die 5% Fehler als die 10% Fehler. Okay, finde ich tatsächlich ganz spannend, wo wir jetzt auch bei diesen Fehlern sind. Gut, Sie haben vorhin schon gesagt, dass wir noch nicht da sind, dass ein Chirurg auf einen Knopf drückt und der Roboter KI-gestützt mich dann operiert. Was bei diesen Themen ja aber auf jeden Fall wichtig und auch interessant ist und was mich interessieren würde, ob das bei Ihnen in der Forschung auch ein großes Thema spielt, sind halt eben Verantwortung und auch Haftung. Wie sieht das denn aus? Also wenn der Roboter dann einen Fehler macht, wer ist dann verantwortlich? Also ich gehe mal einen Schritt zurück. Medizintechnik ohne diese Fragestellungen ist überhaupt nicht vorstellbar. Also Medizintechnik oder Medizinrobotik. Medizinrobotik ist ja nur ein Teilbereich. Ohne ein entsprechendes normatives Regelwerk kommt eigentlich gar nicht, eigentlich darf man nicht sagen, kommt nicht auf den Markt. Na, also wenn Sie eben nicht entsprechende Redundanzen eingebaut haben beispielsweise, wenn Sie Ihre Auslegung nicht entsprechend nachweisen können, wenn Sie nicht den langen Weg von ich teste Dinge im Labor, ich teste Dinge am Dummy, am Schwein oder Tier, je nachdem welches Tiermodell man nimmt, bis hin zur Leiche. Also normalerweise geht man diesen gesamten Weg und wenn Sie den nicht machen, dann dürfen Sie auch nie an den Patienten. Das vielleicht also erstmal vorne weggeschickt und letztendlich schreibt der Gesetzgeber ganz klare Regeln vor. Das Interessante an der Medizintechnik ist, und die unterscheidet sich da vielleicht ein bisschen von der Industrie, die Medizintechnik erlaubt immer eine Chancen-Risiko-Abwägung. Das ist etwas, glaube ich, was man bei Montagearbeitsplätzen beispielsweise nicht machen darf und auch nicht machen kann. Aber letztendlich haben wir eine kranke Person, die geheilt werden muss. Und man macht eben immer eine Risikoabwägung, okay, was bringt es sozusagen, diese Operationstechnik, und was ist eben gegebenenfalls das Risiko, das damit assoziiert wird. Das wird in unzähligen Runden durchdiskutiert. Es gibt am Ende die sogenannte benannte Stelle, also ein TÜV oder wer auch immer, der quasi wie das Auto geprüft wird, prüft ja eben auch hier die Unterlagen. Und der kann sicherlich nicht in jedes Detail reinschauen. Aber ich habe jetzt selber so ein paar Audits gemacht. Man schwitzt Blut und Wasser, das auf jeden Fall. Und man wird da schon einmal komplett auf den Kopf gestellt und durchgeschüttelt. Ja, super. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Medizintechnik. Das ist ja ein Feld, bei dem nicht jeder direkt Experte ist, gehe ich mal stark von aus. Herr Becker, jetzt habe ich abschließend noch eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie vielleicht auch mitbekommen, dass unter anderem Elon Musk und auch weitere KI-Forscher Ende März einen Entwicklungsstopp von KI in einem offenen Brief gefordert haben. Muss Elon Musk auch, weil er hängt zurück. Da sind 6 Monate Vorsprung dann gravierend. Wir müssen es verstehen. Darum ist die Lehre wichtig. Es ist nicht damit getan, dass wir uns einfach nur neue Technologie hingeben, vielleicht Nutznießer sind, aber vielleicht auch am Ende diejenigen sind, die dadurch das Nachsehen haben. Und ich glaube auch, also bei einem Punkt gebe ich wirklich recht, nur entwickeln, Ziel erreichen ist vielleicht das Falsche, sondern tatsächlich auch das Hinterfragen. Dissect zum Beispiel, L3S, das was LS3, also genau, was da jetzt gerade gemacht wird, das sind die wichtigen Fragestellungen, die dort gestellt werden. Und da müssen wir mitkommen, ob man dadurch jetzt Eingriffe in die Entwicklung vornehmen müsste. Aus meiner Sicht nein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, das sollte man nicht stoppen. Ich glaube übrigens auch, es gäbe niemals ein Commitment, dass wirklich alle sich daran halten würden, 6 Monate die Füße hochzulegen und nicht mehr weiter zu forschen. Das ist sehr, sehr unrealistisch, diese Forderung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so 2 Sachen sind, die ungefähr gleich weit sein sollten. Und einmal die Fragestellung, was machen wir? Verstehen wir das, was wir machen? Und das andere, was können wir machen und wo wollen wir hin? Und wenn das beides so eine Waage hält, ist das aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig. Und von dem, das, was ich auch gesagt habe, wir sollten in Deutschland vor allen Dingen sehen, dass wir da nicht irgendwann nur noch die Anwender sind, sondern ich möchte schon ganz gerne, dass wir da weit mitentwickeln, alles verstehen und auch gerne führend sind. Sie haben eben was gesagt, ganz am Anfang. Wir müssen KI verstehen. Da stellt sich mir die Frage, kann man KI 100%ig verstehen? Das ist Herr Rosenhahn. Super. Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man kann auf jeden Fall
die Methode verstehen, das Werkzeug verstehen. Man kann einen mathematischen Zugang bekommen zu diesem Werkzeug, zu der Methode. Und wenn man dann eine KI, also bevor man ein Optimierungsverfahren betrachtet, wird etwas optimiert, was eigentlich gar nicht so Rocket Science ist. Aber es ist manchmal schwierig zu interpretieren, was da jetzt tatsächlich optimiert worden ist. Und das ist also das vielleicht die zweite Ebene des Verstehens. Was habe ich da eigentlich jetzt geschaffen? Und da ich das in diesem Prozess des Lernens, also dieser Optimierung von dem neuronalen Netz, was auch immer man benutzt, auch Zufallsprozesse dabei sind, es gibt da sowas wie ein Random Shuffling und solche Geschichten aus den Daten heraus, es ist ganz schwierig vorherzusagen, was passieren wird und darum auch so schwierig im Nachhinein zu interpretieren, was herausgekommen ist. Und darum auch die ganzen Ansätze während dem Training und während dieser Prozesse auch sowas wie Erklärbarkeit sicherzustellen. Dass also zum Beispiel interpretierbare Features gelernt werden, dass Features gelernt werden, die wir zum Beispiel verbalisieren können in Form von Text. Da gibt es Contrastive Learning-Ansätze, um Bild und Text und andere Modalitäten zusammenzubringen. Und das sind alles Technologien, die sich in den letzten Jahren aus genau diesen Fragestellungen heraus entwickelt haben. Das ist natürlich unsere Aufgabe als Forscher, genau daran immer teilzuhaben, auch mitzugestalten in Form von Publikationen und bei Besuchen bei großen Konferenzen, um da Schritt zu halten. Und das gelingt uns auch in Hannover, wenn man sich die auf Google Scholar die wichtigsten Konferenzen und Journals anschaut, sind wir in der Fakultät immer regelmäßig vertreten und können sagen, wir sind auf der Forschungsebene auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja. Ich hätte sonst ein Beispiel dazu, ein ganz klassisches Industriebeispiel, 8-9 Jahre her, sogenanntes MES-System, also Produktionssteuerung in einem Betrieb, hat die Aufgabe, ist sogar bei uns im Betrieb gewesen, hatte die Aufgabe, Mitarbeiter danach einzuteilen, wie sie als freie Kapazität zur Verfügung stehen. Das heißt, das System weiß, welche Maschine hat welche Kapazitäten, wie kann sie genutzt werden. Menschen sind in dem Moment auch nur Assets, das heißt, die stellen auch Arbeitskraft zur Verfügung, können eingeteilt werden. Und dieses System, basierend auf einem neuronalen Netz, hat sich dann gesagt, ich gebe die Aufträge so, wie ich es für richtig halte, wie mein Belohnungssystem dementsprechend das beste Ergebnis erzielt. Und irgendwann hat der Meister dieser Abteilung keine Aufträge mehr vom SM, von diesem MES zugeteilt bekommen. Und danach geht nachträglich diese Sorge los, wieso kriegt der eigentlich am höchsten Ausgebildete auf einmal gar keine Aufträge mehr, andere werden zu 100% ausgelastet, der war null. Und danach geht es dann los, woran liegt es? Und diese nachträgliche Suche nach diesem für uns Fehler ist deutlich schwerer als alles andere. Am Ende war die Antwort ganz, ganz einfach. Das System hat eben nicht alle Aufträge, alles, was er gemacht hat, tatsächlich mitbekommen. Wenn ein Meister Personalgespräche führt, wenn er ans Telefon geht, wenn er seine E-Mails bearbeitet, bekommt das MES, Gott sei Dank, da sind wir beim Thema Datenschutz, Gott sei Dank nicht alles mit, hat also gesagt, wenn ich dem einen Auftrag gebe, dann braucht er immer länger als beispielsweise der Geselle oder wer auch immer. Der hat es genau in seiner Zeit gemacht, Belohnungssystem, also hat das gut gemacht. Ich habe den Auftrag gut vergeben. Wenn ich es ihm gebe, dauert es länger, als ich gedacht hätte. Was sagt sich das System? Ich gebe ihm keine Aufträge mehr. Und wenn man dann nachträglich versuchen muss, diese Systeme zu verstehen, dann wird es etwas komplizierter. Das ist auf Datenbestand, wenn man den Zugriff auf alle Daten hat, ist das sehr, sehr einfach oder deutlich leichter. Aber für den späteren Anwender wird das deutlich komplizierter. Ich meine, ein anderes Dilemma, was dabei auch entsteht, sind diese Verstärkungseffekte. Also am Anfang gibt es vielleicht zufällig noch den ein oder anderen Auftrag für den entsprechenden Schichtarbeiter, aber dadurch, dass es dann vielleicht auch, weil er mehr in anderen Prozessen eingebunden ist, wird er vielleicht schlechter dann in dieser Tätigkeit. Und so kann es halt wirklich zu einer Drift kommen. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn man dann unkontrolliert solche Systeme weiter wachsen lässt. Ja, okay. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ich würde auch wirklich, wirklich gerne noch weiter diskutieren. Und leider mit ein bisschen Blick auf die Uhr wird das sonst ein bisschen eng. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die spannenden Einblicke. So, denn wir haben noch einen weiteren spannenden Gast und den würde ich jetzt einmal gerne vorstellen. Er ist nämlich Gründer und CEO von einem jungen Startup aus Hannover, welches sich mit Software zur intuitiven Programmierung von Robotern befasst. Er war einige Jahre wie einige von uns hier selbst Student an der Leibniz-Universität. Deswegen begrüßen Sie bitte mit mir Jens Kudlarski, Gründer und CEO von Voraus Robotik. Kann sich Jens aussuchen, da kein Problem. Hallo zusammen.
Ja, Herr Kotlarski, Sie haben ja schon mehrere Firmen wirklich gegründet oder mitbegründet. Würden Sie uns einmal was zu Ihren bisherigen Erfahrungen beim Gründungsprozess erzählen und auch, was Sie angetrieben hat? Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen desillusionierend, was ich jetzt sage. Also vielleicht mal vorab, ich bin also Techie im Herzen, das heißt, das ist mein Hintergrund. Ich war in der Uni Hannover auch am Institut für Mechatronische Systeme relativ lang tätig. Wir haben dann eigentlich aus einer naiv-optimistischen Position heraus unser erstes Startup gegründet, nennen wir es mal so. Das heißt, das war nicht lange überlegt, dass wir diese und jene Kurse besucht haben, dass wir uns irgendwie Gedanken gemacht haben, wie geht dieses Ganze, um ein paar Buzzwords auch zu nennen, VC-Game, Private-Equity-Game, was für ein Produkt muss ich überhaupt haben, wie sieht ein Product-Market-Fit aus und so weiter. Sondern es war eher so, ja, da gibt es eine Anfrage, da fragt einer, wie kann ich sozusagen Forschungsergebnisse in die Industrie transferieren, das heißt die letzten 5 Meter auf der Reise eines Produktes eigentlich zurücklegen. Und dann fanden Matthias Dagen, Tobias Ortmeier und ich, ist eigentlich eine gute Idee, ja, lasst uns was gründen, um auch rechtssicher abgesichert zu sein, sozusagen, was den Haftungsbestand angeht. So haben wir 2012 aus dem Institut heraus, also aus dem Institut für Mechatronische Systeme, die Forward TDC gegründet. TDC steht für Technical Training and Consulting, das heißt, wir haben sozusagen Wissens- und Technologietransfer, was ich sagte, aus der Forschung in die Industrie transferiert. Da lernt man eine Menge übrigens, also das vielleicht mal mitgegeben. Wenn man denkt, man ist 80% fertig, dann hat man eigentlich erst 20% der Arbeit getan. Und das war sehr, sehr spannend. Also dieser Gründungsprozess und dann wirklich dieser Weg vom Prototyp oder Funktionsmuster hin zum Produkt. Das war ultra spannend. Also kann ich jedem empfehlen. Ja? Man muss aber naiv optimistisch sein, ja, und an das glauben, was man da vorhat und treibt. So, 2017 haben wir eine zweite Unternehmung gegründet, die Yuanda Robotics. Das heißt, Roboter mit menschenähnlichen Sinnen. Ja, von der Idee bis eigentlich zum marktfähigen Produkt zu bringen. Das habe ich 5 Jahre gemacht, bis Anfang 22, glaube ich, ja genau, mit zum Schluss ja, knapp 100 Mitarbeitern an 3 Standorten inklusive Produktionsaufbau und so weiter. Wir haben das ganze Unternehmen, ich sage immer wir, auf Namen kann ich dann gegebenenfalls aus politischen unter korrektes Gründen auch gerne eingehen, wir haben das ganze Unternehmen Anfang 22 umgekrempelt, nehmen wir es mal umgekrempelt, weil das, ich sage es mal ganz platt, das VC-Game hat nicht funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Man muss eben auch einfach in der Lage sein, als Gründer oder als Geschäftsführer oder einfach als auch als naiver Optimist eine Entscheidung zu treffen, nee, das, was wir jetzt hier vorhaben, das wird nicht fliegen. Damit können wir die Menschheit und die Welt nicht zum Positiven ändern oder entwickeln. Also müssen wir einen radikalen Schritt machen, die Company umkrempeln, vielleicht sogar den ganzen Gesellschafter-Stack sozusagen umkrempeln, das transformieren und daraus ist voraus Robotik entstanden. Und was wir heute da machen ist, wir bauen das Android der Robotik, so nennen wir es mal. Das heißt, ein Common Standard für die Robotik, für die Programmierung, für die Verstetigung, Erweiterung und so weiter der Robotik zu schaffen. Denn ja, wir haben viel gehört und gelernt auch. Also ich habe viel gelernt. Ich bin gar nicht mehr so deep in diesen ganzen Themen tatsächlich drin. Was mir ein super, super Interesse ist, was ich nur kurz einwerfen ist, man muss diese ganze Technologie verstehen und verständlich machen. Das heißt, wir brauchen Anwender, die keine Angst vor KI, keine Angst vor Robotik, keine Angst vor Vision. Für mich ist das alles eine Kombination, ja, die sich auf jeden Fall entwickeln wird. Wir brauchen Anwendungsbeispiele. Ich fand das ganz gut, was am Schluss jetzt auch gesagt wurde. Hier, es gab diesen Case mit der KI bei der Vision Lasertechnik. Der Meister hat diese ja, relativ einfach zu erklären. Das finde ich gut und das brauchen wir viel, viel mehr. Das finde ich ja viel stark. So, parallel, ja, noch eine gemeinnützige GmbH, auch mit dem Professor Ortmeier in Form der Robospace und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein... Man nimmt auch, wer mich kennt, ja, sorry auch dafür, ich rede relativ gerne viel. Man möge einfach reinspringen. Ja, ist gut. Ja, also ist uns noch gar nicht aufgefallen. Und wir hören gerne ausführliche Lebensgeschichten. Liegt auch ein bisschen an. Also, ich liebe, was wir tun. Ja, auch was hier so um uns rum passiert, das liebe ich ein. Deswegen rede ich so gern so viel. Super, dann hätte ich noch eine Frage, die Sie gerne genauso ausführlich beantworten können. Was würden Sie denn Studierenden oder anderen Personen jetzt auf den Weg geben, die vielleicht auch darüber nachdenken, eine Firma zu gründen? Was können Sie denen konkret sagen, außer vorsichtig optimistisch zu sein? Erstmal vorab, es ist nicht jeder geeignet, eine Firma oder ein Startup zu gründen. Ja? Die Motivation sollte auch nicht sein, dass es hip und meine Mama findet das irgendwie toll, wenn ich jetzt meine eigene Firma habe. Das auch nicht. Ja? Sondern man muss schon fundiert und auch...
ja, mit ein bisschen Respekt an so eine Nummer rangeht, weil man hat nicht nur Verantwortung für sich, sondern hat dann im Best Case auch Verantwortung für Mitarbeiter. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte so ein bisschen tatsächlich vor ein, zwei oder drei Jahren war, glaube ich, so Hochphase, ein bisschen das Problem, dass das wirklich super hip war. Ja, da bist du Gründer, Startup, bist du in der Tech-Szene, da dachte ich, oh, ja, klar, bin ich. Oder nö, bist du nicht, dann bist du sozusagen Klasse B-Mensch. Das ist eigentlich doof, das ist die falsche Motivation. Das führt nämlich dann auch dazu, ja, das mitgenommen, wir haben ja relativ viele, nennen wir mal Rockstars in der Robotik-Szene und der Startup-Szene, auch in Deutschland tatsächlich. Ne? Finde ich toll. Also gar nicht auf Hannover beschränkt, sondern auf Deutschland, vielleicht sogar Europa. Ja, man muss aber auch liefern. Also man muss liefern. Ja, man kann sich sozusagen in seinem Bälleparadies erstmal am Anfang ausruhen und sozusagen sich freuen, dass man jetzt irgendwie Unternehmer und so weiter geworden ist. Aber man muss dann auch liefern. Und das darf man nicht vergessen. Das lernt man vielleicht auch über die Jahre oder Jahrzehnte, wenn man irgendwie Gründer ist. Sollte man aber tatsächlich von Anfang an den Kopf haben. Trotzdem, um das positiv zu enden zu lassen, man kann ja nicht viel verlieren, ganz ehrlich. Also wenn man gründet und nicht gerade Millionen investiert in irgendeine Idee, was hat man zu verlieren? Ja, im Worst Case, dank des Rettungsschirms hier auch in Deutschland und in anderen Ländern, ja, man ist vielleicht N Monate arbeitslos, in der Regel aber auch gar nicht, weil man ist ja schon echt ein Highflyer, wenn man so einen Schritt macht. So, das ist mein... Also wer Bock darauf hat und eine geile Idee hat, immer zu, ehrlich. Und dann aber auch tatsächlich immer alles hinterfragen. Gefühlt wochenweise. Gut, nach den motivierenden Worten will ich eigentlich gar nichts mehr fragen, aber ich hätte noch eine Frage. Sie sind ja auch treibende Kraft in der Robotics City Hannover. Vielleicht könnten Sie da einfach generell mal ein paar Worte drüber verlieren, was das überhaupt ist. Ja, ich glaube, da haben wir ja gleich auch noch eine kleine Diskussion zu. Will mich da auch gar nicht so hart in den Vordergrund drücken, sondern eher auch den Philipp Becker in dem Kontext nennen. Was unser Interesse eigentlich generell ist, unabhängig von der Robotik City Hannover, wir haben relativ viele sehr gute Player hier in und um Hannover. Das zu zentralisieren, das auch mal in die Oberfläche zu heben, darüber zu sprechen, nicht Dinge 2, 3, 4, 5 Mal zu machen, auch in unterschiedlichen Orten oder in unterschiedlichen Entities oder mit unterschiedlichen Programmen, sondern das wirklich zu zentralisieren, um es auch auf eine andere Ebene zu heben. Ja, wie gesagt, wir haben viele gute Player. Wenn wir die Kräfte vereinen, so ein bisschen wie die Glücksbärchis damals, dann kriegen wir das schon auf ein anderes Level. Und das war eigentlich die Intention. Zweitens Intention war, ja, Hannover ist echt toll, aber wir reden ja über gar nichts gefühlt. Ja, also wenn man irgendwann in München fragt, was macht ihr in Hannover? Ja, wissen die nicht. Ne? Die wundern sich manchmal, dass wir überhaupt Farbfernsehen hier haben, also über Streaming-Modell. Und ich glaube, das muss sich einfach ändern. Wir können schon stolz auf das, was wir hier tun. Wir sollten es aber auch, um da wieder so ein bisschen zu treten, wir sollen es auch nicht überbewerten, was hier in Hannover passiert, gerade in der Robotik. Also wenn man ein bisschen unterwegs ist, ich nur Odense genannt, das ist für mich also eigentlich weltweit die Robotic City als Beispiel. Ne? Da kann man sich dran orientieren. Auch in der Champions League gibt es ja mehrere Mannschaften, die sozusagen auf Klasse-Niveau spielen. Die haben sich da hochgekämpft und ich glaube, wir können das auch. Wir müssen da noch ein bisschen ehrlich mit uns sein. Aber dann ist das super cool. Und so eine Initiative könnte ein Schlüssel sein. Ob sie das ist, you never know. Let's see. Super. Ich fand, das waren jetzt auch ganz nette Schlussworte. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick in Ihre wirklich bemerkenswerte Arbeit. Sie dürfen gleich stehen bleiben. Sie dürfen gleich hier vorne bei uns bleiben. Denn wir wollen jetzt passend dazu uns jetzt noch ein bisschen, was Sie eben schon angesprochen hatten, uns ein bisschen mit Hannover als Robotikstandort befassen, was das Ganze hier so attraktiv macht. Und dafür würde ich nämlich jetzt auch Philipp Becker nochmal auf die Bühne bitten. Nach vorne bitten, Entschuldigung. Und den Professor Ortmeier. Sie dürfen ruhig nochmal applaudieren, auch wenn Sie die Leute schon kennen. Okay, also wir haben jetzt hier drei Leute stehen, die zum Teil auf jeden Fall Mitglieder der Robotics City sind. Dazu gehören auf jeden Fall Jens Kodlarski und Philipp Becker. Die Robotics City fördert und stärkt Hannover als Robotikstandort, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Und alle drei sind in hochrangigen Positionen in ihren eigenen Firmen in der Robotikbranche tätig. Eigentlich sind wir alle Teil der Robotic City, weil es gibt eigentlich nicht dieses Mitgliedsantrag ausfüllen und Mitglied werden. Aber tatsächlich ist es so, wir drei haben 2019 die Idee gehabt, das war aber noch eine ganz andere Idee. Wir haben ganz, darf ich das glaube ich nicht erzählen, also ruhig zusammengesessen 2019 und haben damals eigentlich nicht gesagt, Hannover ist Robotic City, sondern wir haben gesagt, wir möchten Hannover zur Robotic City machen. Und haben dann eben überlegt, was für Bausteine gibt es, um eine wirkliche Robotic City zu werden. Und da haben wir natürlich ganz klar gesagt, dass die Lehre,
Damals noch. Das war es damals noch. Damals noch. Hätten wir nicht gedacht, dass wir erstmal ganz lange da nichts mehr macht, bis dann jemand kommt, der es jetzt übernehmen muss. Also es warten noch große Aufgaben. Das wissen Sie doch gar nicht. Es kommen noch ganz große Aufgaben. Ja, und eben Jens und ich, die dort schon Unternehmen hatten, die sich mit der Robotik auseinandergesetzt haben. Und wir haben eben gesagt, wir möchten Hannover zur Robotic City machen. Was haben wir mit diesem Begriff Robotic City gemacht? Nichts. Ab und zu mal ein Hashtag bei LinkedIn oder sonst wo benutzt, sonst gar nichts. Bis wir fast gar nichts, also wir haben natürlich an Robotik weitergearbeitet, aber eben diesen Begriff nicht weitergearbeitet. Ich muss eine Sache kurz als Anekdote dazu erzählen. Ich musste dann nach München zum Deutschen Innovationsgipfel und habe natürlich ganz groß Robotic City Hannover auf die Bühne gestellt. Und da war der Wirtschaftsminister von Bayern ein bisschen irritiert, als ich das getan habe. Aber das war erstmal gut. Aber wir haben seitdem weitergemacht daran und dann wurde es ganz spannend, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, vor ein, zwei Jahren hat dann die Region Hannover sich an uns gewandt und hat gesagt, den Begriff, den ihr damals geprägt habt, den möchten wir ganz gerne als Dachmarke benutzen für die gesamten Robotikaktivitäten in der Region Hannover. Und da sieht man eben, es ist kein Club, auch schon ein sehr exklusiver, allerdings ohne Mitgliedsbeiträge, ohne Mitgliedsanträge. Es ist eben Robotikaktivitäten sichtbar zu machen. So ähnlich wie Jens das vorhin auch schon gesagt hat, dass nicht alle irgendwie das Gleiche machen, sondern dass die Leute auch mal zusammenkommen, wie heute. Dass sie sich untereinander austauschen können. Wir haben tolle Organisationen, Institute hier, sei es jetzt im Match mit dem IMES. Wir haben Stiftungen wie die RoboKind, wir haben RoboSpace, wir haben RoboHub. Also wirklich, wir haben hier extrem viel Robotik in der Region. Und tu Gutes und zeig es. Für das Zeigen sind wir jetzt zuständig. Wir versuchen, über die Informationen zu bekommen. Lubots habe ich gerade vergessen aufzuzählen, die natürlich auch. Wir möchten das Ganze zeigen. Und darum auch heute die Einladung an Sie. Und ich breche jetzt schon einmal das Eis. Sie dachten, diese Veranstaltung heute wäre kostenlos. Ist sie nicht. Und ich darf es offiziell sagen, weil ich kein Mitglied der Lubots bin. Darum fällt es mir auch sehr, sehr leicht. Wir haben Sie eingeladen, um Ihnen einmal zu zeigen, was Robotik in Hannover kann. Wir haben Sie aber auch eingeladen, weil wir Sie etwas leichter nach Hause gehen wollen, lassen wollen, als Sie hier reingekommen sind. Es gibt hier, ich habe sie heute schon einmal gesehen, eine Spardose, die sieht aus wie ein Roboter. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ist. Aber die müssen wir einmal zeigen. Ne? Da, so der moderne Klingelbeutel im Robotik-Zeitalter. Und das steht da hinten nachher beim Rausgehen, kennen Sie noch so von sonntags. Und da möchte ich Sie bitten, also ich möchte Sie bitten, für die Lubots dort auch wirklich was reinzuwerfen. Wir freuen uns über alles, was nicht klimpert. Nämlich die Lubots sind etwas Opfer ihres Erfolges. Wenn man nämlich immer wieder Weltmeister wird, dann führt das auch immer wieder dazu, dass man auch wieder zur nächsten Weltmeisterschaft fährt und fliegt. Nämlich die Weltmeisterschaften sind nicht in Langenhagen, sondern die sind tatsächlich weiter weg. Dieses Jahr ist Bordeaux dran, nächstes Jahr, und wir gehen davon aus, da werden sie auch teilnehmen, ist die Weltmeisterschaft in den USA. Und auch wenn die Lubots sehr eng an der Hochschule, sehr eng an der Uni, sehr eng auch an Herrn Dr. Liege hängen, die Uni kann eine Sache nicht, das ist die Übernahme der Reisekosten. Und so viel kann man neben Studium und Lubots nicht bei WEZ an der Kasse arbeiten, dass man dann auch noch die Reisekosten für die USA übernehmen kann. Und darum wirklich meine, unsere ganz große Bitte, helfen Sie den Studierenden, das Tolle, was Sie machen, ohne Kreditaufnahme für die Reise nach Bordeaux oder in die USA durchziehen zu können. Und darum meine große Bitte, wenn Sie Unternehmen sind, sprechen Sie die Lubots an. Wenn Sie heute hier sind, werfen Sie was rein. Das hilft den Lubots sehr. Leid, das wollte ich jetzt mal rein. Ja. Jetzt dürft ihr ganz normal weitermachen. Ich bedanke mich auch schon mal voraus für den Einsatz. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr nett. Also, aber ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen zurück zur Diskussion kommen. Ja, schön. Alles gut. Hey, ja, auch ich bedanke mich erstmal für den Eisbrecher. Wir haben ihn nicht gebrieft, ja, also das kommt. Nein, ich bin aus eigenen Stücken darauf gekommen. Also es gibt Jungs. Ja, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen über über Hannover als Robotikstandort geredet und ich würde jetzt relativ einfach mal in das Thema einsteigen wollen und Sie, Herr Ortmeier, fragen, was macht denn Hannover als Robotikstandort überhaupt attraktiv? Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist eine Fangfrage an der Stelle.
glaube, es sind zwei Dinge. Das eine hat Philipp schon so schön gesagt, wir haben viele Aktivitäten, aber wir verkaufen uns unter Wert. Also dieses Tue Gutes und rede darüber, auch um uns eben zu präsentieren, uns interessant zu machen für Studenten, die dann zu uns kommen, zu Firmen, die zu uns kommen. Ich glaube, das ist ein bisschen das eine. Das andere finde ich, was Hannover ausmacht, ist, dass wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Robotik, ich hätte es beinahe gesagt, vom Kindergarten bis ins Pflegeheim durchzieht. Also wir haben ganz viele einzelne Aktivitäten. Also mir fällt beispielsweise eben die RoboSpace oder die Roberta ein, die wirklich mehr oder weniger in die Kindergärten gehen, Tick drüber und eben mit den Kindern, mit Robotern ganz spielerisch arbeiten. Das geht eben dann weiter über die weiterführenden Schulen bis hin eben Universitäten. Wir bieten an der Universität entsprechende Angebote an, um Firmen reinzuholen und zu sagen, ja, guck mal, du kannst mit dem Problem zu uns kommen und wir machen mit dir ein Hackathon und wir schauen einfach, funktioniert das? Und wir haben eben auch die ein oder andere, noch nicht mal mehr zarte Pflanze, sondern schon eher so der Strauch vielleicht, der gewachsen ist, der eben in dem Bereich Robotik tätig ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, dass wir eben diese Kette haben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Robotik ist jetzt einerseits, wir haben ganz viele Beispiele gehört, in der Medizin wichtig, in der Produktion wichtig. Aber Robotik kann eigentlich noch viel mehr. Es ist, glaube ich, etwas, was Kinder und Schüler Technik begreifbar macht. Also es bewegt sich auf einmal was. Ich kann was programmieren und auf einmal macht das Ding das, was ich will. Auf einmal weiß ich, warum ich sowas wie Matrizenrechnung, Eigenwerte und dieses ganze komische Zeug, was mich im Studium vielleicht nur so marginal interessiert, warum habe ich mir das angetan? Weil da sehe ich auf einmal, Mensch, guck mal, der erkennt jetzt ein Glas und der kann irgendwie was einschenken oder der kann Tumor erkennen. Was auch immer. Und das ist eigentlich für mich das Faszinierende an dieser ganzen Technik, jenseits, was Roboter an und für sich können. Ich finde, es ist ein super Motivator, der wirklich in den Schulen, Kindergärten anfängt zu greifen und eben diese Begeisterung für Technik, für Naturwissenschaften, für Mathematik wecken kann. Und ich glaube auch den Kindern deutlich macht, hey, es gibt eine Welt jenseits der Glitzer, Einhörner und rosa, was weiß ich auch immer. Das ist auch wichtig. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, aber ich glaube, das den Kindern spielerisch nahe zu bringen, dass dann eben sowas passiert, wie Annika Ratz gesagt hat, dass eben dann die kleinen Kinder sagen, ich will auch Roboter bauen. Weil ich finde das toll. Und ich glaube, da ist einfach Hannover ganz weit, dass wir eben solche Angebote haben. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber nicht so lang wie die von Jens vorher. Also alles okay. Also, würden Sie sagen, dass auch die Robotic City, die ja auch einen Teil dazu beiträgt, dass, wie Sie gerade schon eben gesagt haben, den Kindern die Robotik auch irgendwo in die Wiege gelegt wird, kann das auch ein Standortfaktor für Hannover sein, für vielleicht neu gegründete Startups, die nicht ursprünglich aus Hannover kommen? Also das ist eigentlich genau, wenn man jetzt wirtschaftlich sozusagen drauf schaut, ja, ich glaube, Standortfaktoren werden von ganz vielen Dingen bestimmt, oder es gibt ganz viele Faktoren, so muss ich sagen, die einen Standort ausmachen. Das ist einmal natürlich die Verfügbarkeit von Fachkräften. Und ich bin ein ganz großer Fan vom sogenannten Pipeline-Gedanken. Also ich stelle mir das immer so vor, wie so Röhren, die miteinander kommunizieren. Ne? Und ich fange eben in der Schule an und jetzt muss ja dann auch nicht alles in eine Hochschule oder Gymnasium gehen, oder Universität gehen. Es gibt ja auch tolle Ausbildungsberufe. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Also die berufliche Bildung. Ich glaube, wir brauchen hier einfach die Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Personal. Das, glaube ich, ist wichtig. Wenn man sich so in der Startup-Szene ein bisschen auskennt oder sich mit Gründern unterhält, dann haben wir hier auch in Hannover den großen Vorteil, dass wir nicht diese, ich sag mal, Übernachfrage haben von vielen Firmen, also die Verfügbarkeit von Fachkräften. Der Konkurrenzkampf ist nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in München. Also das ist dann nochmal ein ganz anderes Gehaltsniveau. Ich meine, dass natürlich auch die Lebenshaltungskosten anders sind, völlig unbenommen. Und das andere ist, nur weil wir das haben, heißt es ja nicht, dass es die anderen wissen. Und ich glaube, das ist dann eine Aufgabe eben von dieser Markenbildung, die vorher angesprochen worden ist, eben tue Gutes und rede darüber, trage die Botschaft hinaus in die Welt, dass man eben dann bei Robotik dann vielleicht auch als nächstes sofort an Hannover denkt. Und ich glaube, dann haben wir viel geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich den Spieß gerne nochmal umdrehen. Was hält mich denn als zugezogenen, baldigen Absolventen, was hält mich hier in Hannover? Also als Absolvent im Bereich Robotik, Automatisierungstechnik, Mechatronik, was hält mich hier in Hannover? Also bei mir war es die Liebe. Ich glaube, Sie kennen sich drei so gut, Sie dürfen selber entscheiden, wer reden möchte. Wir haben bei den meisten Sachen so die gleiche Meinung. Also ist egal. Eben, deswegen ja. Also ich würde erstmal die Frage stellen, von woher gezogen? Aus einem etwas kleinen Dorf in der Nähe der holländischen Grenze in NRW. Gut, wo ist mal die Frage? Nein, ich bin auch zugezogen, ich bin Küstenkind, bin aber hängen geblieben, bin hier geblieben. Und ich glaube, was hier wirklich gut ist, ist wirklich, ich muss ihm recht geben. Fällt dir schwer, ne? Ja. Es ist tatsächlich, hier tut sich unheimlich viel und hier gibt es eben Firmen wie deine, auch wahrscheinlich wie meine und eben auch viele andere, die sagen, wir möchten hier etwas erreichen. Wir haben nicht das Ziel, dass nur die Firmen gut funktionieren, sondern wir haben zusätzlich das Ziel, wir möchten die Absolventen der Hochschule, der Universität oder auch von berufsbildenden Schulen, die möchten wir hier halten. Es gibt im Bereich Robotik nicht nur München und Leipzig. Es gibt eben auch Hannover und ob jetzt Hannover als Stadt das ist, womit man groß punkten kann, mag ich nicht beurteilen. Mir fehlt auch die Küstennähe, die ist hier sehr schlecht gegeben, das werden wir auch nicht kurzfristig ändern können. Aber es gibt eben den Wunsch und den Drang, hier etwas zu erreichen und ich glaube, das ist etwas aus meiner Sicht zumindest, was mich bis heute hier gehalten hat. Und ich glaube, es ist auch etwas, was wir versuchen, so weiterzugeben, was eben dann auch andere motiviert. Total, aber also es wird immer davon gesprochen, wir wollen das, was wir haben, halten. Aber viel, viel cooler ist ja, dass sich jeder Berliner, jeder Münchner einfach bei uns hier bewirbt. Ne, weil das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt bei der KI und Machine Learning hatten. Ja, wir dürfen halt auch nicht am eigenen Sumpf sozusagen weiterleben. Das ist auch ultra, ultra wichtig. Und ich sage auch meinen Jungs und Mädels ganz oft, ja, geht doch halt 1-2 Jahre nach München. Ne? Ihr werdet erstmal A, lernen, wie toll ihr es hier habt. Und ihr werdet auch ein anderes Leben sehen. Viel, viele Eindrücke oder irgendwelchen Input, sei es jetzt technisch, fachlich, projektmanagementmäßig oder was auch immer, mitnehmen und mitbringen. Und ich glaube, nur so kann man wachsen. Vielleicht ist es sogar irgendwann, das ist ja so meine Hoffnung, gar nicht mehr ein dezentrales Hannover-Topic, sondern dann ist es vielleicht sogar in Deutschland, Europa. Für mich ist es eigentlich ein weltweites Thema, ganz ehrlich. Also dieses Ganze, ich mache hier was, ich mache da was, ich mache dort was, Robotik und KI und was da alles dran hängt, das ist ein so krasses Thema, was die Menschheit echt positiv beeinflussen kann und wird, aus meiner Sicht. Und ich glaube, muss man nicht mehr an einem Strang ziehen. Irgendwann ist man wahrscheinlich nur noch Mars, Jupiter, Mond, Erde oder was auch immer, wie man das clustert, keine Ahnung. Aber für mich ist das eigentlich nicht weit genug gedacht. Klar, man muss irgendwo anfangen, das ist auch super wichtig bei der KI, bringen irgendwie die heutigen Benefits in die Köpfe der Menschheit, damit sie verstehen, wie es geht. Aber Gleiches machen wir hoffentlich mit der Robotics City Hannover. Also das muss auf die nächste Ebene, ne? Weil wir sind auch jetzt wirklich komplett auf uns fokussiert. Glaube ich, also ich zumindest nicht. Gut, wir hatten eben schon mal die Absolventen angesprochen, also letztendlich die Sie hier halten wollen. Mich würde jetzt persönlich mal interessieren, wir haben ja auch einige Studenten oder relativ viele Studenten, die sich das jetzt gerade anhören oder zuschauen. Deswegen würde mich mal interessieren, ob Sie vielleicht mal so eine Eigenschaft nennen könnten oder eine wichtige Sache, die für Sie perfekten Absolventen ausweist. Was ist Ihnen besonders wichtig? Mir jetzt? Jedem hätte ich es einmal gerne. Ja, das ist, also ich bin total spooky, was Bewerbungsgespräche angeht. Ich gucke mir nie Zeugnisse an, das interessiert mich nicht die Bohne, ja, sondern ich setze jemanden dahin und ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte wissen, ist man motiviert, brennt man für eine Sache, ist da ein Purpose? Wie ist man klar, monetär muss das alles passen, alles gut, das klingt auch irgendwie alles geregelt. Aber wenn das die erste Frage ist, ist das für mich der falsche Ansatz, sondern man muss einen Purpose haben, man muss an die Sache glauben, die man hier tut. Ja, und ich darf niemals das Gefühl haben, es ist nur eine Station und es werde ausgenutzt. Ja, das finde ich immer ein bisschen gemein. Also wenn man das von Anfang an sagt, ja, ihr seid eine Station, nach einem Jahr will ich mich da und dahin entwickeln, ist das fein, ist das fein. Aber es sollte nie irgendwie verdeckt sein. Also Offenheit, Ehrlichkeit, Bauchgefühl, das ist auch super wichtig. Also ich weiß es nicht so mit KPIs quantifizierbar, deswegen habt ihr wahrscheinlich irgendwas Fundierteres dann auch noch. Es ist immer gut, wenn die Messlatte hochgesetzt wird. Ich glaube, also für mich gibt es bei Bewerbungsgesprächen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, passt er oder sie ins Team? Das ist immer das so, sag ich mir, kann ich mir am Abend vorstellen, mit
ihm oder ihr auf ein Bier zu gehen. Ich glaube, das ist wichtig, weil dann weiß man sozusagen, harmoniert man. Und man sieht sehr, sehr schnell, eben wenn man dann auch so mit agilen Gruppen arbeitet, irgendwie 18 Leute, so ein bisschen salopp, da reicht ein Stinkstiefel und das ganze Ding fliegt einem um die Ohren. Na, also das ist unheimlich wichtig, dass man ähnlich tickt. Und das ist keine Altersfrage, keine Geschlechtsfrage, sondern es ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Ich will auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es muss passen. Klar braucht man auch so ein bisschen, ich sage mal, Charaktere mit Ecken und Kanten, dass es ab und zu mal reibt und ab und zu mal kracht. Weil so kriegt man neue Ideen rein. Aber das ist so ein bisschen das eine, wo ich immer drauf gucke. Und ich gucke schon ein bisschen auf die Noten. Aber nicht auf alle, sondern ich gucke natürlich, wie gut sind die Leute in ihrem Fachgebiet. Ich will da was reißen. Und klar, wenn Lücken da sind, dann glaube ich, kann man die auch entsprechend auffüllen gemeinsam. Das funktioniert auch. Aber wenn die Lücke natürlich flächendeckend ist, dann wird es schwierig. Also ich sage immer, ein Loch hat einen Rand, aber wenn ich den Rand nicht finde, dann wird es schwer herstellen. Also das sind so ein bisschen die zwei Faktoren. Und ansonsten, wenn die Leute sollen Spaß an der Arbeit haben, weil wenn ich Spaß an der Arbeit habe, dann kommt eigentlich auch was Gutes raus. Klar, wir machen auch ab und zu mal Blödsinn, muss auch sein. Aber letztendlich, auch klar, am Ende zählt das Ergebnis, das rauskommt. Will ich ein Wort nur sagen, dafür ist wahrscheinlich Wissbegierde. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Aber tatsächlich, wenn die beiden nur so viel reden, rede ich da auch ein bisschen eher. Sehr wichtig ist mir noch wirklich außerstudentische Aktivitäten. Wir sind darauf nicht großen Wert. Und wenn es Freiwillige Feuerwehr, DLRG, Johanniter, egal was es ist, da weiß ich aus Erfahrung, das sind häufig wirklich die am besten ins Team passen. Im Sinne von, vielleicht ist es jetzt auch schon zu spät, das tut mir dann schon leid, wenn man jetzt schon so weit im Studium ist und damit nicht angefangen hat. Aber da lege ich großen Wert drauf, weil ich weiß, die können mit anderen Leuten umgehen. Freiwillige Feuerwehr, die kennen auch durchaus mal, dass man das ausführt, was der Vorgesetzte sagt. Klingt immer doof, macht aber bei der Arbeit manchmal Sinn. Nicht immer, aber manchmal. Das sind eigentlich so die Sachen. Ich will, dass sich jemand wissbegierig weiterentwickelt, der nicht sagt, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, mehr Wissen geht nicht rein, der Kelch ist geschlossen. Das halte ich für falsch. Aber dann eben auch ins Team passt. Und das kann man manchmal schon daran sehen, dass man schon 20 Jahre, 10 Jahre was ehrenamtlich macht. Okay, das passt jetzt ganz gut ins Thema, weil ich wollte wirklich nur auf die Luba zu sprechen kommen und vielleicht einfach mal über die Wichtigkeit von generell studentischen Initiativen während des Studiums. Das klang ja jetzt schon so ein bisschen an, dass so Engagement nebenbei und auch vielleicht die Noten teilweise, vor allem weil bei Ihnen, Herr Kotlarski, nicht so relevant sind, mehr als das Engagement und das technische Know-how dahinter. Vielleicht könnten Sie das einmal einordnen, einmal sagen, wie Sie jetzt so eine Initiative, wie zum Beispiel jetzt die Luberts, ich meine, stehen jetzt hier, finden oder einschätzen würden. Soll ich anfangen? Wenn ich danach noch drankomme, ja. Also, ich finde das toll, weil das impliziert ja so, so viel. Ja, ihr seid ja Purpose und wissbegierig und sonst was getrieben. Und das ist genau das, was schon so viele Häkchen an meinem Bäuchlein sozusagen macht. Ne? Ja, tatsächlich, also wenn jemand sich bewirbt oder einfach nur fragt, können wir mal vorbeikommen, ne? Wir sind bei den Luberts, wir sind bei Formula Students, es gibt ja viele Initiativen aus dem, oder bei den iBots, um nur ein paar zu nennen. Also dann ist das für mich, also das ist schon fast eine Ehre, ne? Also, dass man angeschrieben wird von euch. Also ist so, ja, ist so. Ja, bitte. Danke. Fällt mir jetzt immer schwer, noch einen draufzusetzen. Wir machen schon viel Spaß. Also Spaß und Performance, das geht schon einher. Ne? Also nicht denken, dass wir das irgendwie so... Ne? Ja, Performance-Spaß. aber ich glaube, was so studentische Initiativen tatsächlich auszeichnet, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist, es ist eigentlich ein ganzes... Normalerweise sagt man Skillset, aber es klingt irgendwie so blöd. Aber Jens meinte schon richtig, er bringt unheimlich viel mit, nämlich Neugierde, Wissbegierde, Engagement außerhalb des Studiums, Frustrationstoleranz. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also ihr werft halt eben die berühmte Flinte nicht gleich ins Korn, sondern ihr beißt euch durch. Ihr wisst, dass ihr auf den Punkt liefern müsst. Das heißt also, das Ding muss zum Wettbewerb funktionieren. Und wenn es am Tag später perfekt funktioniert, interessiert es halt auch keinen mehr. Ja, also dieses, ich weiß, hey, das ist die Deadline und da habe ich das Ding sozusagen vor die Tür zu stellen und es muss klappen, das ist nicht selbstverständlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, ein Termin ist ein Termin, wo man sich trifft, um einen neuen Termin auszumachen. Aber das funktioniert eben bei euch nicht, sondern ihr müsst liefern.
der Frustration soll Eigeninitiative, also sich mal selber Gedanken machen, also nicht irgendwie, dass mir alles haarklein vorgegeben wird, sondern sich selber überlegen, okay, ich weiß, das ist mein Ziel, da muss ich hin, ah Mist, jetzt habe ich schon wieder einen Weltmeistertitel gewonnen, wie finanziere ich denn den nächsten Flug? Ja, okay, muss ich mir was überlegen. Und ich glaube, das macht unheimlich viel aus und da bin ich tatsächlich völlig bei Jens dabei. Man kann sich glücklich schätzen, jetzt wird es emotional, aber man kann sich tatsächlich glücklich schätzen, wenn man solche Mitarbeiter hat, weil ihr bringt viel mit und ihr seid dann eben auch oft in den Teams Vorbilder. Ja, das freut uns natürlich alle auf jeden Fall zu hören. Ich denke, das ganze Team hat gerade ein warmes Herz auf jeden Fall. Um jetzt nochmal zurückzukommen, Herr Becker, ich würde Sie einmal gerne bitten, den Spielball, den Herr Kotlarski Ihnen gerade schon zugespielt hat, einmal aufzunehmen. Sie sind ja auch eine der treibenden Kräfte hinter der Robotik City Hannover, um darauf nochmal zurückzukommen. Mich würde jetzt mal interessieren, die Motivation dahinter, die wurde schon grob beleuchtet, dass Hannover als Robotikstandort, ich nenne es jetzt mal aufblüht, dass der Trend bergauf geht. Aber was wäre denn wirklich die Motivation dahinter beim Tag des Schaffens, den Begriff Robotik City Hannover, diese Dachmarke? Über den Tag der Erschaffung sollten wir nicht reden. Aber wir können zumindest über das reden, was wir dann mit der Region Hannover uns eben überlegt haben. Wir alle drei, Motivation 1, wir brauchen Personal. Immer. Immer wieder, nicht weil sie nicht so lange bleiben, sondern weil wir wachsen wollen. Das heißt, wir brauchen Personal und wir möchten ganz gerne Personal haben, wie es hier von der Uni Hannover kommt. Weil wir wissen, wie es ausgebildet wird, weil wir wissen, was es für Aktivitäten hier gibt. Weil es auch gut ist, wenn man schon Leute hat, die auch schon hier wohnen. Die muss man nicht aus Leipzig oder München abwerben. Man kann es nicht oft genug sagen, wir machen so tolle Sachen hier und wir müssen es zeigen. Aber, und da schließe ich euch genauso mit ein, oftmals findet man selber es gar nicht so toll. Weil das macht man schon so lange. Das hat das Team vor 2 Jahren auch schon gemacht. Und warum spricht man nicht darüber? Und darum haben wir gesagt, wir sind dort recht neutral. Fast gar nicht, aber doch. Wir sind neutraler als andere. Darum haben wir gesagt, okay, wir möchten dort ein bisschen helfen und dort eine Bühne geben. Und neben mir steht jemand, der ist gerade so hilfreich, ich würde was sagen. Ich lasse ihn mal als erstes reden. Naja, alles total valide und richtig. Ich will nur auch ein paar Sachen ergänzen, weil wenn man sich Robotic City bewusst nennt, dann muss man auch liefern. Ja, das heißt, wir wollten natürlich auch das Ganze installieren, um eine Messlatte maximal hochzulegen. Nicht, um uns jetzt irgendwie zu beweihräuchern, ja, wir sind Robotic City, sondern da geht halt auch irgendwas mit einher. Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen liefern. Wir haben, kleiner Cliffhanger, Mitte November auch die European Robotics Week jetzt nach Hannover geholt. Das ist für mich so ein bisschen das größte Robotics-Event europaweit. Das ist so ein bisschen wie der European Song Contest. Das heißt, das Main Event ist hier. In ganz Europa werden Robotikaktivitäten stattfinden. Ja, wir haben bis November Zeit, da die beste Show der Welt hinzulegen. Ja, das heißt, ich liebe solche Deadlines und solche Marken oder solche Duftnoten. Nenne ich Robotics City, also entwickle ich auch dahin. Ja, ohne European Robotics Week, also mach auch die beste Show der Welt. Das finde ich cool, aber steht auch ein bisschen drauf. Also ich finde, das waren ja ziemlich perfekte Abschlussworte. Deshalb würde ich mich jetzt auch generell bei allen einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Natürlich besonders bei unseren geladenen Gästen, dass sie heute hier bereit waren, mit uns zu diskutieren, vorzutragen und einige offene Fragen zu klären. Am besten mal einen ganz, ganz großen Applaus für alle, die heute aufs Gelände waren. Aus diesem Grund oder gegebenen Anlass würde ich gerne alle Redner und Gäste noch mal nach vorne bitten. So, hier ist noch mal der Techniksalon. Manche kennen mich schon von früher. Wir hatten eine lange Pause, wo wir uns nicht gesehen haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich einige oder etliche bekannte Gesichter heute wieder hier begrüßen durfte. Ganz, ganz toll. Der Techniksalon war heute in einer besonderen Lage. Wir reden oft darüber, wird KI uns arbeitslos machen. Heute ist der Techniksalon etwas arbeitslos gemacht worden, weil die alles selber gemacht haben. Die ganze Veranstaltung ausgedacht, dann kam, heute Morgen erfuhr ich, wir haben da noch so einen kleinen Film als Einleitung gedreht, die Zwischentitel gemacht, die Moderation, alles. Wir durften dieses Mal in der dienenden Rolle der Techniker heute Abend den Abend genießen. Aber ich möchte die beiden Techniker mal vorstellen. Das sind Sebastian. Bitte.
Hallo, Sebastian. Sebastian und Felix gehören zum Team des Techniksalons und Sand, der hier fotografiert, auch zum Team des Techniksalons. Wir sind weiter für euch da. Die sind heute Abend noch für euch da. Und ich muss es nochmal sagen, die brennen vor Energie, die haben gerade auf der Hannover Messe gerödelt. Die haben ihr gesamtes Labor umgeräumt, ausgeräumt und bieten noch eine ganz, ganz tolle Show heute Abend. Also ein Riesendank an euer Team, an euer krasses 30er-Team. Super. Wow. Okay. Bescheidenheit ist eine Zier. Die Geschenke kriegen trotzdem andere jetzt, nämlich die Gäste des heutigen Abends. Bitte sehr, Frau Rath. Die werden personalisiert. TO steht dann für Tobias Ortmeier. Achso, dann macht ihr das, ja? Und also, wir wollten uns einfach nur nochmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie wirklich gesagt heute hier waren und wir dachten, so eine kleine Aufmerksamkeit. Deswegen gibt es Pralinen und quasi einen Mini-Roboter personalisiert mit den Initialen. Also, vielen herzlichen Dank. So, bevor Sie uns jetzt alle abhauen, wir haben noch einen zweiten Teil unserer Veranstaltung und zwar das Open Lab. Das bedeutet, wir öffnen quasi die Türen unseres Labors. Es ist keine 3 Minuten entfernt, wie Sie hier sehen. Sie dürfen gleich einmal unserer Vielzahl an Mitgliedern folgen und wir begleiten Sie dann dahin. Es wird, also ihr könnt dann einmal unsere Roboter in Aktion sehen. Im besten Fall könnt ihr selber gegen unsere KI spielen oder ich denke, einige kennen auch FIFA, wir haben das auch für unseren Robotern. Unsere Spendenbox stellen wir vorne raus. Es wäre natürlich schön, wenn Sie eine Kleinigkeit geben könnten. Wir haben einen Grill, wir haben Bier, wir freuen uns auf den Abend und wir hoffen, Sie kommen vorbei.